Ich habe in meinen Jugendtagen wohl auf dem Haupt einen Kranz getragen. Die Blumen glänzten wunderbar. Ein Zauber in dem Kranze war. Was ihn ausgezeichnet hat, war neben seinen schauspielerischen Fähigkeiten seine unverwechselbare Stimme und sein Charisma. Schon sehr früh damit begonnen, sich gegen das Establishment in den ganzen Kulturbereich zu stellen und sozusagen seinen eigenen Weg zu gehen, den er selber nicht als schwierig bezeichnet hat, sondern als unbestechlich. Wissen Sie, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dem Beruf näher tritt. Ich weiß, es gibt Filmstars. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich einen Rolls-Royce fahren würde, in dem Moment hätte ich das Gefühl, ich habe mein Talent verloren. Im Theater war seine entscheidende Rolle immer wieder sein ganzes Leben begleitend der Hamlet. Den Hamlet, den er zuerst gespielt hat, dann hat er ihn inszeniert und gespielt und schlussendlich war die Hamlet-Inszenierung in Salzburg bei den Salzburger Festspielen 1971 auch mit Schuld dran, dass er dann leider sehr schnell seinen Abstieg begonnen hat. Sein oder nicht sein. Das ist die Frage, ob es edler im Gemüt. Was ist neu über jemanden, der doch schon 38 Jahre tot ist? Neu ist zum einen die Auswahl der Protagonisten und Protagonistinnen. Es kommt erstmals vor Kamera zu Wort seine letzte Assistentin, sein, wenn man so sagen kann, letzter Freund, den er erst wenige Jahre kennengelernt hat vor seinem Tod. Es ist zum Teil von den Materialien neu, von den Herangehensweisen und vor allem von der Umsetzung. Ich würde mal sagen, lassen Sie sich überraschen, aber zum 100. was Neues zu tun war, ist eine wichtige Aufgabe.